Hier sind die News und diese Woche gibt's Neuigkeiten von Apple und von der aktuell laufenden Tokyo Game Show. Wie zu erwarten war, wurde auf der Apple Keynote am Dienstag Apple Arcade angekündigt und zwar als Abo-Service in Sachen Spiele. Dieser Service ist dann verfügbar ab dem 19. September schon und zwar für iPhone, iPad, Apple TV und natürlich ganz normal für Mac. Kosten wird das Ganze 4,99 € pro Monat und soll im Laufe des Herbst ein Line-Up von rund 100 Spielen umfassen. Alle diese Spiele werden dabei Apple-exklusiv sein, also auf keiner anderen Plattform erhältlich. Das kann ein Vorteil sein, bedeutet aber natürlich auch, dass ihr die ganzen großen Hits, die zum Beispiel simultan in den Download-Stores von PS4, Xbox One, Switch, was weiß ich, bei Steam, bei Epic, Google Stadia erscheinen werden, nie in der Apple Arcade sehen werdet. Und wenn ihr beim Anschauen des Trailers gedacht habt, hä? Aber das sind doch Szenen aus Zelda Breath of the Wild. Nein, das ist ein Spiel, das Oceanhorn 2 heißt, aber die Ähnlichkeit ist natürlich unverkennbar und sicherlich auch beabsichtigt. Zum Line-Up zählen außerdem Titel wie Fantasian vom Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi, dazu ein neues Frogger von Konami, ein neues Sonic Racing von Sega und natürlich auch von meinem lieben Freund Charles Cecil und seinem Kollegen Dave Gibbons, das ist übrigens der Watchmen-Erfinder, Beyond a Steel Sky. Wer sich das Abo holt, kann das übrigens für einen ganzen Familienhaushalt mit nur einem Account tun. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar und die Spiele werden auch offline verfügbar sein. Mit dem Apple TV kann man übrigens auch den PlayStation 4 und Xbox One Controller verwenden, was Sinn macht, denn Apple hat ja gar kein eigenes Gamepad. So, jetzt müsst ihr mir nur noch in den Kommentaren sagen, interessiert euch die Apple Arcade oder sagt ihr, nee, sorry, zu late, zu spät, ist nicht meins. Hideo Kojima sagte übrigens neulich in einem Interview mit der Financial Times, dass er Death Stranding selber gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber Fakt ist ja, dass eigentlich niemand bisher so richtig verstanden hat, worum es in dem Spiel geht und was das eigentlich alles soll. Und das, obwohl jetzt zur Tokyo Game Show ein 48 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht wurde. Das wird zudem auch noch live kommentiert von Kojima persönlich, aber halt auch auf Japanisch, also echt keine Ahnung, was er da erzählt. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht ganz von vorn bis hinten angeschaut, sondern nur so durchgeskippt. Das liegt aber auch daran, dass mich Death Stranding persönlich inzwischen gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, das ist einfach tierisch verkopft, mit dann aber doch nicht so spannendem Gameplay und wahrscheinlich ewig langen Cutscenes, wie man das eben von Kojima so kennt. Und das ist für mich persönlich einfach nicht meine Art von Spiel. Zudem weiß ich nicht, ich check's halt immer noch nicht so richtig. Es gibt zwar jetzt auch durch dieses neue Gameplay-Video ja so ein paar neue Hinweise, aber so richtig kickt mich das ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mich auch irren. Naja, zurück zum Video. Das zeigt nämlich übrigens auch so ein bisschen die Multiplayer-Komponente. Andere Spieler können nämlich nicht nur Tipps, wie bei Dark Souls, sondern auch Gegenstände hinterlassen. Hier zum Beispiel seht ihr bei einem Bosskampf, wie ein anderer Spieler zu Hilfe gerufen wurde und dann sozusagen als Ghost hilfreiche Items schmeißen kann. Für solche Aktionen bekommt man dann Likes, aber wofür die wiederum gut sind, ist auch noch nicht so richtig klar. Hier zum Beispiel hat ein User auf eine heiße Quelle hingewiesen und das ist anscheinend das Highlight dieses Gameplay-Videos. Sam sitzt nackig im Wasser und singt dem Baby was vor. Herrlich. Auch zum Remake von Final Fantasy VII gibt es einen neuen Trailer, der ist allerdings mit 2 Minuten Länge deutlich kürzer, zeigt aber trotzdem neue Gameplay-Szenen, hauptsächlich aus den Slums von Midgar. Release ist bekanntlich am 3. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4 und wenn ihr es jetzt schon vorbestellen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da sind ja von uns immer die Amazon Affiliate Links drin und dann tut ihr uns auch noch was Gutes dabei, hm? Außerdem hat Square Enix im Zuge der TGS einen Trailer zum kommenden Kingdom Hearts 3 DLC veröffentlicht. Das Paketchen heißt dabei Remind und wird 9 Kapitel inklusive Bosse sowie eine geheime Episode enthalten. Release ist irgendwann im Winter, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.
Und Capcom hat auf der TGS ein neues Spin-off zur Resident Evil-Serie vorgestellt. Das Ganze trägt im Moment noch den Arbeitstitel Project Resistance und ist ein asymmetrisches Horror-Multiplayer-Game. Asymmetrisch heißt ja immer, ein Team von mehreren spielt gegen einen Einzelnen. In diesem Fall tun sich 4 Spieler zusammen und bildet eine Gruppe von Survivors und die müssen dann einem irren Schurken, dem sogenannten Mastermind, in einer Umbrella-Forschungsanlage entkommen. Dieser Mastermind kann die 4 dann mit Kameras beobachten, Fallen legen, Monster beschwören und sogar die Zombies direkt steuern. Die Survivors müssen sich natürlich wehren und auch rätselartige Missionsziele erfüllen, um dann die Map vor Ablauf der Zeit verlassen zu können. Und damit das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher wird, hat natürlich jeder im Team seine ganz bestimmten Fähigkeiten. Erscheinen soll Project Resistance dann für PlayStation 4, Xbox One und PC. Ein Termin steht aber noch überhaupt nicht fest. Dafür wurde aber bereits eine Closed Beta angekündigt, und zwar für den 4. Oktober. Das ist ein Freitag bis Montag, den 7. Oktober. Je nachdem, ob ihr auf PlayStation 4 oder Xbox One daran teilhaben und euch bewerben wollt, gibt es unterschiedliche Teilnahmebedingungen. Checkt das mal unter www.project-resistance.com. Dort werdet ihr schlau gemacht. Wer braucht eigentlich noch die Gamescom? Was läuft gut und was nicht so gut? Das diskutiere ich mit Chris in unserem aktuellen Talk. Video ist hier verlinkt. Und ich habe ein Kurzreview zur düsteren, bösen Superhelden-Serie The Boys gemacht. Absolut spoilerfrei, also checkt das aus. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch auch.